Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS22, wir sind auf der World Hostic Map und gerade mit unserem Pickup auf dem Weg zum Händler. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es schon angekündigt habe, aber wir haben noch eine Mine gekauft und heute wollen wir das neue Equipment zu unseren Mine, zum Sandsteinbruch bringen. Und dafür haben wir hier mal den Pickup organisiert. Und ja, fahren mit dem ganzen Zeug eigentlich zur Mine, würde ich sagen. So. Aber wir gucken uns das ganze Zeug mal an, was wir da haben. Wir haben einen Tieflader mit einem Bagger drauf und dazu eine ordentliche Zugmaschine. Der kriegt dann vielleicht auch noch eine Mulde. Müssen wir mal gucken. Dann haben wir einen Muldenkipper von Akumatsu. Wir haben einen Liebherr Radlader. Der sieht irgendwie ein bisschen winzig aus jetzt. Neben den Größen Kipper. Und dann haben wir noch ich glaube, das ist so ein Tatra. Ne, ein Kamaz. Okay, ein Kamaz haben wir gekauft, genau. So. Das sieht doch schon ganz gut aus. Aber ich würde sagen, wir machen eins nach dem anderen. Ich würde jetzt mal hier den Tieflader starten. Genau. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den hier mit dem Pickup mitschicken können. So, dann fahren wir mal voraus. So, ich glaube, der hat noch ein bisschen Berührungsängste. Da können wir ruhig noch auf ein paar Meter dichter ranfallen. Der Pickup ist ziemlich klein. Müssen wir noch auf die Bäume achten.
So, ich habe mich eigentlich finanziell jetzt komplett übernommen, habe ich fast das Gefühl. Also der Steinbruch muss auf jeden Fall ordentlich rentieren. Sonst Stromleitung weggerissen. Sonst haben wir da natürlich dann bald ein riesiges Loch in der Kasse. Warten, bis der immer ein bisschen dichter dran ist. Ich kann ja nicht vorausfahren und der kommt nicht hinterher. Das macht ja gar keinen Sinn. So, hier liegt das Geld noch auf dem Feld. Noch ein paar Ballen zusammengekommen. Aber das sind auch die letzten für dieses Jahr. Sonst wächst da gar nicht mehr so viel. So, jetzt sind wir da schon ein Weilchen unterwegs, aber jetzt geht's über die Holperpiste in den Steinbruch. Jawohl. Sieht gut aus.
Meine Güte, ist aber auch weit weg. Aber das gibt eine neue Chance hier auf der White Hostic Map. Da mal noch was ganz anderes zeigen als nur Landwirtschaft, sage ich mal, obwohl das immer noch die Hauptidee des Spiels ist und natürlich auch am meisten Spaß macht. So, da an dem Gasthaus vorbei, Skilift. So, den lassen wir mal da stehen. Wir übernehmen jetzt selber den LKW. Mal gucken. So, ich würde sagen, damit wir da kein Risiko eingehen. Wir haben nämlich den Bagger hier abladen. So, wir machen das eigentlich anders, damit wir was sehen. Drehen wir uns auf den Anhänger um. Und fahren dann wahrscheinlich so runter.
So, dann fahren wir auch gleich mal runter. So, da habe ich aber nicht so viel in der Schaufel. So, dann noch mal wegen der Steuerung gucken, aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, und was war nämlich hier oben noch zu stehen haben? Ist natürlich die kleine Mulde und den Träger, den nehmen wir jetzt mal mit runter. So. So, da brauche ich noch ein bisschen Feingefühl.
So. Oh, habe ich wirklich was daneben gekippt? So, mal gucken. Der ist jetzt eigentlich voll. Großen Multenkipper kann ich das bestimmt da reinkippen, mit dem kleinen hier wahrscheinlich nicht. Nee. So, das Ding braucht mal einen Service. Puh, das ist mega schwer. Das fahren wir dann natürlich nachher zur Zuckerfabrik. So. Warte mal, wir fahren eigentlich wieder zum Händler. Wir könnten eigentlich das Auto hinten drauf stellen. So. So, dann können wir nämlich den Radlader noch holen. So, aber ich sage erstmal, wie es weitergeht, sehen wir nämlich das nächste Mal. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis denn dann. Ciao, ciao.